Seit 2004 trifft sich der Arbeitskreis Stolpersteine regelmäßig in Hilden. Dieser Kreis wird von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft und der evangelischen Erwachsenenbildung getragen. In dieser Gruppe arbeiten engagierte Schüler und Lehrer von Hildener Schulen sowie interessierte Bürger mit. Die Idee des Kölner Künstlers Gunter Demnig, pflastergroße Gedenksteine für die Opfer des Nationalsozialismus vor deren ehemaligem Wohnsitz zu verlegen, wird auch hier mit Unterstützung der Stadt Hilden umgesetzt. Heute geht es um die Stolpersteine von Henry und Rolf Bernstein, Vater und Sohn. Der organisatorische Ablauf der Verlegung muss im Detail besprochen werden, da diesmal ein besonderes Ereignis bevorsteht. Auf Einladung der Stadt Hilden wird der Cousin bzw. Neffe der beiden Opfer, Gerry Eichenwald, als Zeitzeuge mit seiner Frau aus den USA anreisen und an der Steinverlegungszeremonie teilnehmen. Interessant wäre es da zu wissen, wie man überhaupt Gerry Eichenwald ausfindig gemacht hat. Frau Elsiepen aus der Leitung des Arbeitskreises kann das sicher genau berichten. In unserer Liste aus dem Archiv von den Toten oder Ermordeten des Holocaust standen Rolf Bernstein und Henry Bernstein. Wir haben da recherchiert, aber zuerst nicht so sehr viel gefunden. Dann haben wir in Yad Vashem nachgeschaut in dem Register und da gefunden, dass es einen Gerd Eichenwald gab, der Anzeige erstattet hat dort, dass er den Tod seines Vetters bzw. Onkels angezeigt hat. Und darüber haben wir dann mit ihm Kontakt aufgenommen. Die Schüler der Albert-Schweitzer Schule haben dann zusammen mit ihrem Lehrer Herrn Päslack Gerd Eichenwald bzw. Gerry Eichenwald angeschrieben auf dieser Adresse, haben Fragen gestellt, vor allen Dingen zu dem Jungen, seinem Vetter, der damals 10, 11 Jahre war. Und zunächst haben sie keine Antwort bekommen und dann haben sie einen Brief bekommen, einen sehr erschütternden Brief, voller Zorn, Enttäuschung, Trauer, über das, was dieser Junge erlebt hat und was Gerd Eichenwald im Grunde auch erlebt hat. Und zum Glück hat er seine ganze Wut und Enttäuschung und Trauer ausgesprochen, sodass wir hier reagieren konnten. Mhm. Und wir haben zurückgeschrieben, seine Frau hat gesagt, du wirst nie auf diesen Brief Antwort bekommen. Aber wir haben zurückgeschrieben, der Bürgermeister hat ihn eingeladen, einen sehr verständnisvollen Brief geschrieben. Ja, und dann sind sie gekommen. Gerry Eichenwald und seine Frau sind sofort von der örtlichen Presse umlagert. Mitglieder der jüdischen Gemeinde Düsseldorf, Kirchenvertreter und Offizielle der Stadt Hilden, Lehrer und Schüler von Hildener Schulen, die Stolpersteingruppe und viele andere haben sich eingefunden und warten auf das Erscheinen des Künstlers Gunter Demnig. Das wird so.
Auf Wunsch von Gerry Eichenwald ist das holländische Ehepaar Blankenstein-Dielemann auch nach Hilden gekommen. Da die Familie von Thea Blankenstein durch die Judenverfolgung auf tragische Weise mit den beiden Hildener Opfern Henry und Rolf Bernstein verbunden ist. Als 1914 der Erste Weltkrieg ausbrach, kämpfte Henry Bernstein 4 Jahre lang an der Ost- und Westfront für sein Vaterland Deutschland. Noch am 8. Februar 1935 wurde ihm in Hilden dafür das vom Reichspräsidenten von Hindenburg gestiftete Ehrenkreuz für Frontkämpfer verliehen. Henry Bernstein ging mit seiner Familie zurück nach Benrath ins Haus der Schwiegermutter. Aber auch dort hatten die Nazis gewütet, die Scheiben zerschlagen. Die alte Frau Heumann war aus ihrem Gartenhaus auf die Straße gezerrt worden, um sich die Plünderungen anzuschauen. Ihr wart die besten Freunde. Ihr lerntet gemeinsam Fahrradfahren und baute zusammen aus einer Kiste und Kinderwagenbrüder Mann eure Seitenkiste. Mitten in der Nacht wurde heftig an eure Wohnungstür geschlagen. Deine Mutter hielt dich im Arm, als sie die Tür öffnete. Du musstest mit ansehen, wie fremde Männer in eure Wohnung kamen. Henry, Martha und Rolf Bernstein gingen nach Soestdijk bei Utrecht. Die Ausreise nach Amerika verzögerte sich. 1940 marschierten die deutschen Truppen in die Niederlande ein. Zunächst wurden die Bernsteins vom Bäcker im Ort versteckt. Dann nahm Benjamin Blankenstein, der Lehrer von Rolf, die Familie in sein Haus auf. Auf dem großen Dachboden mussten die Bernsteins jetzt leben, mit der ständigen Angst, verraten zu werden. Gerd und seine Eltern fuhren nach Eichenbach. In Soestdijk gingst du wieder zur Schule in die Klasse von Benjamin Blankenstein. Hier sprachen die Kinder Niederländisch. Dann kam der Tag, an dem ihr euch verstecken musstet. Da warst du schon 11 Jahre. Dann kam der Tag, an dem ihr aus eurem Versteck gezerrt und in der Lage gesperrt wurdet. Und da warst du 15 Jahre alt. Nach der Gerichtsverhandlung wurdet ihr nach Westborg gebracht und dann nach Theresienstadt deportiert. Da wart ihr noch zusammen. Dann wurdest du von deiner Mutter getrennt. Dein Vater wurde kurze Zeit danach in einen Waggon nach Auschwitz gesperrt. Ich sage nur ein Gebet für jene beiden Menschen, wie es in jüdischen Brauch Tradition ist. Wir wollen für ihr Gedenken beten, das Gedenken an ihre Seelen. Malot, kedoshimu terim, kezogir mazirim, lenishmat. Henry Bernstein, Rolf Bernstein. Began Eden, Temenuchata. Amen. Amen.
lese Worte aus dem Psalm 126. Die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten. Weinend geht hin, der den Saatbeutel trägt, doch mit Jubel kommt er heim, der seine Gaben trägt. Meine Damen und Herren, sehr verehrte Anwesende, es ist nicht leicht, nach dieser beeindruckenden, ich denke ergreifenden Verlegung der Stolpersteine hier vor dem Haus Mettmanner Straße 76 zur Erinnerung an Henry und Rolf Bernstein die passenden Worte zu finden. Denn die Erinnerung an die Opfer des Nazi-Pogroms auch in unserer Stadt lässt mich eher still und nachdenklich werden. Besonders wertvoll sind Berichte von Zeitzeugen. Deshalb freue ich mich besonders, Gary Eichwald und seine Frau Harriet sowie Frau Thea Blankenstein und ihren Mann Steph Dielemann begrüßen zu können. Es ist wichtig, dass es diese Stolpersteine als Steine des Anstoßes gibt, als Steine des Denkanstoßes. Nachdenken und konsequentes Nachfragen werden begleitet von der Erinnerung und dem Gedenken an die Opfer, die wir auf diese Art und Weise nicht dem Vergessen anheimfallen lassen. Ein Sprichwort sagt, dass ein Mensch erst dann wirklich tot ist, wenn man ihn vergisst. Halten wir also Henry und Rolf Bernstein in unseren Gedanken, Worten und in respektvollen Gedenken lebendig. Nach der Steinverlegung treffen sich noch viele Beteiligte im evangelischen Gemeindehaus zu einer Gedenkveranstaltung. Begrüßungen und Reden werden gehalten, von der Kirchengemeinde durch Pfarrer Wolf, von Frau Marquardt, einem Leitungsmitglied der Stolpersteingruppe, von Herrn Päslack, dessen Klasse Gerry Eichenwald ausfindig gemacht hat, vom Künstler Gunter Demnig, der die Idee mit den Stolpersteinen hatte, und vom Bürgermeister der Stadt, Günter Scheib, der das Stolperstein-Projekt unterstützt. Alle warten aber darauf, was Gerry Eichenwald und die Niederländerin Thea Blankenstein uns heute zu sagen haben. Thanks to everybody. Ich will probieren, Deutsch zu sprechen, aber mein Herzen ist voll von alles, was ich heute gesehen habe. Und vielleicht die Stolpersteine sind die Gräber für meinen Vetter und meinen Onkel. So, wir können sie ihr erinnern. Sie sind in Auschwitz in der Gaskammer gestorben. Auch mein Vater und Onkel in Sobibor gestorben. Vielleicht war ich sehr glücklich, aber ich habe immer gedacht, dass mein Vetter sollte das überleben.
aber das ist nicht so gewesen. Nur mein Vater hat uns das Leben gerettet. Er hat uns auf einen Bauernhof gekommen. Er hatte so Textilien gepaddelt von einem Fahrrad. Und wir waren sehr arm in Holland. Aber der Bauern hat uns nicht aufgegeben. Die Deutschen kamen, die Wehrmacht kam für uns gucken auf den Bauernhof. Und der Bauer hat sie nicht aufgegeben, meine Mutter und ich. Und hat uns versteckt in einem Wald für 13 Monate. Und hat uns Essen gebracht, zweimal am Tage. Und wir waren da im Winter und Sommer, das war ein Strohhäuschen, ein Shack, nennt man das in Englisch. Und 1944 waren wir befreit von den Amerikanischen. Und dann konnten wir immer noch nicht weggehen, wir haben gar nichts gehabt. Und wir sind auf dem Bauernhof geblieben und Weihnachten ist der Bauernhof auch ausgebrannt. Und dann haben wir in dem Waschhaus gelebt und in dem Feld. Und dann meine Tante hat zurückgekommen von Theresienstadt. Sie hat das überlebt. Die hatte auch meine Großmutter gesehen, von meiner Vaters Mutter. Die ist da auch gestorben. Und dann das holländische Gemeinde hat meine Tante ein Haus gegeben in Soest-Zuid. Und dann meine Tante, meine Mutter und ich habe auch eine Cousine, die überlebt hatte. Wir alle vier haben wir in Soest-Zuid gelebt und die deutsche Gemeinde hat uns Geld gegeben zu leben. In Amerika nennt man das Welfare. So. Und wir haben da 2 Jahre gewohnt und dann sind wir nach Amerika gegangen. Wir sind sehr glücklich, um das überzuleben und 67 Jahre später bin ich wieder hier gekommen und ich bin sehr glücklich, dass ich das gemacht habe, dass ich hier gekommen bin und vielleicht kann ich Frieden kriegen von alles, was wir mitgemacht haben. Dankeschön. Wieso ich hier bin, möchte ich Ihnen kurz erzählen. Mein Name ist Thea Blankenstein und ich komme aus Holland. Die Familie Bernstein, um welche es geht heute, sind durch die Geschichte des Zweiten Weltkriegs verbunden mit meiner Familie. Das möchte ich Ihnen gerne erklären. In Benrath gab es damals 3 Schwestern Heumann, allen verheiratet und jeder hat ein Kind. Eine von diesen Schwestern war verheiratet mit Harry Bernstein. Während der Kristallnacht ist bei den Bernsteins im Hause alles zerschlagen worden. Maddy Bernstein war eine sehr gute Klavierspielerin und hatte einen Flügel zu Hause. Auch auf diese Flügel haute man los und würde über das Bett von Rolf, ihr Sohn, hingeschossen, während er da drinnen lag. Mein Vater war Primarlehrer und Rolf kam in seinem 5. Klasse. Ab 1942 wurde auch das Leben für den Juden in Holland langsam, aber sicher eingeschränkt, bis sie schlussendlich aus dem Straßenbild verschwunden, versteckt in den privaten Häusern in der Hoffnung, nicht verhaftet zu werden. Auch Bernsteins suchte eine neue Adresse. Wo sie waren, in einer Bäckerei, war es zu gefährlich geworden. Man fragte meinen Vater zu helfen und so kamen die Bernsteins bei uns wohnen im oberen Stock, den sogenannten Stockboden. Sie kennen sehr wahrscheinlich das Buch von Anne Frank. Die Situation bei uns war dasselbe. Am Tag ganz stille sein, denn niemand dürfte wissen, dass da 3 Juden versteckt waren. Bei uns im Dorf
hatte eine Holländerin meinen Vater verraten, es war verboten, Juden zu verstecken. Er wurde aus der Schule geholt und in einen Lastkraftwagen transportiert nach seinem Hause, wo auch die Bernsteins unterdessen verhaftet wurden. Mein Vater durfte keinen Abschied nehmen von seiner Frau und zwei Töchterchen. Ficke, meine älteste Schwester, spielte auf der Straße und sie hat meinen Vater gewunken, bis er aus der Straße verschwunden war. Bis jetzt hat sie diesen Moment nie vergessen. Bernsteins wurde auf Transport gestellt nach Theresienstadt bei Prag. Sie war nur kurz beisammen, denn Henry wurde nach Auschwitz gebracht und einen Monat später kam Rolf an der Reihe, unterdessen 15 Jahre alt. Beiden sind innerhalb kurzer Zeit, nachdem sie in Auschwitz sind, angekommen, vergast worden. Mein Vater, ein Optimist, dachte, dass er mit einem Monat Straf wieder ein freier Mensch sein konnte. Denn Alliierte waren ja schon in Belgien gegen die holländische Grenze. Die Hoffnung war groß. Aber dann plötzlich wurden alle Menschen aus Camp Vught auf Transport gestellt. Alle Hoffnung war geflogen. Via Sachsenhausen kam er in Bergen-Belsen an. Dort ist er gestorben am 24. Februar 1945. 31 Jahre alt seit 4 Tagen. Unter dem Nazi-Regime sind schreckliche Sachen passiert, das wissen wir unterdessen allen, auch in Deutschland. Aber man sieht, dass der junge Generation neugierig ist und an die Geschichte von Deutschland studiert. Man schließt nicht mehr den Augen vor das, was passiert ist. Wir haben es nicht gewusst, hört man schon lange nicht mehr. Man darf nicht vergessen, deswegen sind auch den Stolpersteinen sehr, sehr wichtig. Und jetzt, nach 61 Jahren, stehen wir hier allen zusammen. Für Gerry das erste Mal, nachdem er geflüchtet ist aus Deutschland, mindestens 66 Jahre her. Musik verbindet uns und macht, dass unsere Herzen sich einander gegenüber öffnen. Deswegen möchte ich Ihnen versuchen, aufzustehen, einander die Hand zu geben. Ein Zeichen von Versöhnung und Verbundenheit miteinander. Und wir bleiben so nur einen kurzen Moment stehen, während wir einen Teil aus der 9. Symphonie von Beethoven hören. Alle Menschen werden Brüder. Der kurze Deutschlandbesuch umfasst natürlich auch noch weitere Möglichkeiten zum Gedenken und Erinnern. Schon auf dem Weg vom Flughafen Frankfurt nach Hilden gibt es eine Unterbrechung. Auf dem jüdischen Friedhof in Köln-Bocklemünd empfangen Mitglieder der Hildener Stolpersteingruppe die Besucher aus den USA und geleiten sie zum Grab von Selma Heumann, der Großmutter von Gerry, die 1940 im jüdischen Asyl gestorben war. Eine schmerzliche Erinnerung gleich zu Beginn des Besuches und eine Möglichkeit, der Trauer und dem Gedenken Ausdruck zu verleihen. Gerry legt nach jüdischem Brauch kleine Gedenksteine auf den Grabstein seiner Großmutter. Eine weitere Station ist der alte, nicht mehr genutzte jüdische Friedhof in Düsseldorf-Udenbach. Hier befindet sich das Grab von Jonas Heumann, dem früh verstorbenen Großvater. Die offizielle Begrüßung in Hilden erfolgt durch Bürgermeister Günther Scheib bei einem gemeinsamen Essen. Einen Stadtrundgang für Gerry und die Freunde aus den Niederlanden gestaltet Stadtarchivar Dr. Antweiler.
Eindrucksvoll ist der Besuch in der Albert-Schweitzer-Schule. Hier trifft Gerry auf die Schüler der 8. Klasse von Herrn Päslack, die seine Adresse in Amerika ausfindig gemacht und den ersten Brief geschrieben haben. Guten Morgen, Kinder und Lehrer, Lehrerin. Ich will das probieren, in Deutsch zu lesen. Es ist mir sehr schwer, um wieder nach meinem Geburtsplatz wieder zurückzukommen. Es waren 67 Jahre, wie ich Deutschland verlassen habe. Ich will probieren, um meine Geschichte im Deutschen zu erzählen. Mein Name war Gerd Eichenwald und ich war geboren am 2. Juni 1930 in Düsseldorf. Meine Eltern und ich wohnten bei meiner Großmutter über Heumanns Möbel- und Textiliengeschäft. Mein Vater und mein Onkel Henry Bernstein arbeiten auch im Geschäft. In 1937 waren Juden nicht mehr erlaubt in städtischen Schulen. Und ich war nach Düsseldorf zur Schule für Juden gegangen. Am November 8, 1938 war Kristallnacht. Wissen wir alle, was das war? Die SS und SA, das waren die deutsche Wehrmacht. Die kommen zu allen jüdischen Geschäften und Häusern und haben alles zerbrochen. Sie kamen zu Heumanns Textile- und Geschäften an 46 Hauptstraße in Benrath und haben die Reale von der Wand als zum Mitten geworfen und haben den ganzen Geschäft zerbrochen. Meine Mutter hat mich so spazieren genommen, sodass ich das nicht zu sehen kann. Meine Großmutter hatte einen Büchhalter, den namte Herr Stroh. Und wenn er uns hat gesehen, ist er die Straße übergegangen, um nicht zu grüßen. Ich erinnere das so, als wie das gestern war. Mein Vater war nach Holland gegangen, früher im Jahr, um dann eine neue Existenz zu bauen. Er hatte Textilien zu Bauern verkauft von seinem Fahrrad. So, meine Mutter und ich sind in 1939 ausgezogen nach Eindhoven, Holland. Alles war sehr schön bis zum 10. Mai 1940. Holland wird überlaufen in 5 Tagen von der Wehrmacht. Dann wird alles sehr schnell wieder zur Runter gegangen. Ich musste auch wieder zu einer jüdischen Alleinschule zu gehen in 1941. Wir waren alle in einem Raum. In 1942 haben wir Orders empfangen und alle jüdischen Familien in Eindhoven mussten zusammenziehen. Und wir haben einen Raum gekriegt in eine andere jüdische Familie. Da haben wir 2 Wochen gewohnt und dann haben wir wieder Orders gekriegt, zum Bahnhof kommen, nach Westerbork, das war sein Assembly Point, zu gehen. Wir waren alles gepackt, um zu gehen, und mein Vater sagt, wir gehen nicht. Ich fühle mich nicht gut, und er hat sich hingelegt. Im Abend ist er weggegangen und hat einen Bauern gefunden, der meine Mutter und ich eingenommen hat, in Mahese, Holland. Mein Vater hat nach einem Platz gefunden in Nünen, das war so eine halbe Stunde weg. In April 1943 hat mein Vater uns besucht für eine Woche. Das war das letzte Mal, wie ich ihn gesehen habe. Am 22. Juli 1942, mein Vater und Onkel Paul waren gefunden bei den Nazis und sind umgekommen in Sobibor, Konzentrationslager. Und dann kamen die SS und SA, kommen zu den Bauern, der Name Hendrik Blum, sind gekommen und haben für uns gefragt. Der Bauern, ein Sohn hat gesagt, wir wären da gewesen, aber wir wären nach Belgien gefahren. So wir konnten nicht mehr gesehen worden auf dem Bauernhof. Meine Mutter und ich haben 13 Monate im Wald in einem Strohhäuschen gelebt.
Der Bauernsohn hat uns zu essen gebracht, zweimal im Tag. In 1944 haben die Amerikaner uns befreit. Henry Rolf und sein Lehrer Ben Blankenstein sind umgekommen in Auschwitz. Am 13. Mai 1947 sind wir nach Amerika gekommen. Und vielleicht haben Sie wohl eine Frage. Haben Sie viele Fragen? Ich will probieren, Sie antworten. Ich versuche ja meinen Unterricht möglichst sehr mit vielen Medien zu gestalten. Aber das ist natürlich jetzt hier die Krönung. Ihr kriegt das Original mit. Ja, ich kann das euch viel erzählen. Wir können in Büchern viel darüber lesen, über die Zeit. Aber diese Geschichten so aus erster Quelle zu erfahren, ich denke mal, das ist was ganz Besonderes. Was haben Sie gefühlt, als Sie den ersten Brief von uns bekommen haben? Ich habe Tränen zu den Augen gekriegt, wie ich mein Vetters Name sah. Und ich, im Anfang wollte ich nicht antworten. Meine Frau hat gesagt, tust was du willst, aber kannst du antworten? Und da habe ich mich hingesetzt und habe den Brief geschickt. Dieser erste Brief, er war auch eine Aufgabe für mich als Lehrer und für die Stadt Hilden hier. Ja. Ne? Weil in dem Brief steckte so viel drin, dass das konnte nicht so stehen bleiben und ohne irgendwelche Bewegungen. Ja. Wir haben so viel mitgemacht. Und meine Großmutter und alle, die haben so schwer gearbeitet, um ein Geschäft aufzubauen. Und mein Großvater hat das Haus gebaut. Wie haben Sie Ihren Lebensweg in den USA gefunden? Haben Sie Enkelkinder? How did you find your path of life in America? Do you have children or grandchildren? Ja, ich habe Kinder und Enkelkinder. Ich habe einen Sohn, 47. Meine Tochter ist 44. Meine Tochter hat zwei Kinder, ein Junge 15 und eine Tochter 11. Mein Sohn hatte ein Jahr und halb Zwillinge. Das sind die Sterne, die wir müssen anhaben. Das war in Holland, Jod. Und in Deutschland war das Jude. Da haben wir, müssen wir alle anhaben. Und auch in Holland mussten wir im Hause zu sein. My cousin and uncle are remembered and it's like a grave, it's their remembrance, their grave, and those Stolpersteine. So I'm very, very happy and at peace today. Thank you. Ich denke, wir haben es gedacht. Ich würde mir wünschen, dass Sie sich, wenn Sie wieder zu Hause sind und mit ein bisschen Abstand, dass Sie mit Ihrer Frau vielleicht ein Glas of Wine genießen. Vielleicht finden Sie auch noch einen kleinen Platz für unseren Weihnachtsmann, wie ich gesagt habe, in der Vorweihnachtszeit. Wir haben, meine Frau und ich haben dies gebracht für die Klasse und für Herr Peslak und all die Lehrer. Das ist für Sie. Was heißt Shalom? Frieden. Thank you very much. Eine Erinnerung von Amerika. Viele Grüße und Dankeschön für alles. Harriet und Gary Eichenwald. Der letzte Tag gilt dem Besuch von Benrath, vor allem der Wiederbegegnung mit dem großelterlichen Haus, in dem Gary die ersten 9 Jahre seines Lebens verbrachte. Auf dem Weg zum Garten wird ein Stuhl organisiert, so kann Gary einen Blick in das ehemalige Paradies seiner Kindheit werfen. Die jetzige Besitzerin öffnet nur widerwillig für wenige Minuten das Tor. Es gibt Situationen,
in denen deutlich wird, dass Vergangenes nicht wirklich vergangen ist. Gary verlässt den Ort sehr deprimiert. Gerne hätte Herr Sauer vom Archiv Benrath etwas zum Aussehen der niedergebrannten Synagoge erfahren. Doch an bauliche Einzelheiten kann sich Gary nicht erinnern. So bleibt nur der Hinweis auf der Gedenktafel. Weiter geht es am Benrather Schloss vorbei, Richtung Rheinterrassen, zu einem gemeinsamen Mittagessen. Der letzte Abend klingt in fröhlicher Runde aus, bevor es zu sehr früher Stunde mit dem von Herrn Wachsmann gesteuerten Stadtbus wieder zurück nach Frankfurt geht. Der Abschied nach bewegenden Tagen. Am nächsten Tag erreicht uns eine Mail aus den USA. Liebe Freunde, wir sind wieder zu Hause und vermissen euch ein bisschen. Wir können euch nicht genug danken für alles, was ihr für uns getan habt. Ihr seid wundervolle Menschen und wir fanden eine neue Familie in Deutschland. Passt auf euch auf und schreibt zurück. Alles Liebe, Harriet und Gary.